Hallo liebe Nerds und Star Wars Fans und Figurensammler zu meiner versprochenen 1:6 Review im Star Wars Monat. Und zwar haben wir hier von Sideshow den Star Wars Captain Rex aus den Clone Wars. Hier schon mal die Verpackung, ist in schwarz gehalten, hier ein etwas gräulicher Ton. Dann haben wir hier ein Bild der Figur von Captain Rex. Dann kommen wir zur Seite. Hier haben wir natürlich auch wieder ein Bild der Figur des Captain Rex in einer Pose. Unten hier der silberne Rand. Vorher nicht ganz vergessen. Six Skull. Dann hier hinten Sideshow.com, wenn ihr die Figur auch wollt. Auch wieder ein Bild der Figur. Und hier an der Seite auch nochmal ein Bild der Figur. Wie schon erwähnt, geht es hier natürlich nicht nur um die Filmserien, sondern ums ganze Star Wars Universum. Drum dachte ich mir, ich präsentiere euch in 1:6 etwas aus den Clone Wars. Und die Schachtel ist auch sehr schön gemacht, die Verpackung. Man kann sie hier mit, ist sie magnetisch verschlossen, man kann sie hier öffnen. Hier wäre dann die Figur, die haben wir schon rausgenommen. Hier steht dann nur ganz simpel nochmal Star Wars Captain Rex. Und dann würde ich sagen, hole ich euch mal das Zubehör und sehen uns gleich wieder. Also bis gleich. Und hier sind wir wieder mit den Zubehörteilen, die ich euch jetzt zeige. Als erstes würde ich sagen, fangen wir mit dem Display Stand an, der hier diesmal nichts Besonderes ist. Nur dass da Star Wars drauf steht, Lucasfilm, unten Sideshow Toy Made in China. Mehr steht da nicht drauf. Er ist etwas justierbar. Wenn man ihn zusammendrückt und rauszieht, kann man ihn auch wieder reinschieben. Kommt in zwei Teilen. Also ein Teil diese Bodenplatte und dann dieses Teil hier. Dann kommen wir hier, haben wir sein Jetpack, auch sehr schön gealtert, etwas abgenutzt, nicht so sauber wie manche Stormtrooper hier rausgekommen sind, sehr genutzt auf Deutsch gesagt. Hier, wie ihr später sehen werdet, ist hinterhalb ein Magnet, dass man ihn an der Figur befestigen kann. Dann haben wir hier einen alternativen Head, den man ihn aufsetzen kann für die Pose, dass er seinen Helm in der Hand hält, die wir auf der Verpackung gesehen haben. Ich werde ihn wahrscheinlich mit Helm posen, also diesen Head in der Verpackung belassen, bis ich es mir mal anders überlege. Kommt ja immer wieder mal vor, dass man seine Figuren umpost. Dann kommt er mit einen linken und rechten angewinkelten Fuß. Wie ihr seht, hier sind die Packs alle an den Armbauteilen. Dieser hier ist, ja, sagen wir so gut wie gefreezed, da er für diese Pose ist zum Knien. Den haben wir für die andere Seite auch noch, auch sehr schön, nicht rein weiß. Heißt, die Uniform wurde schon etwas getragen. Als nächstes haben wir hier zwei ganz kleine Teile. Ich zeige euch mal eins. Hier haben wir eine Granate, die hier etwas blau bemalen ist auf dem Metallic Silber. Auch etwas Bezel Ring drauf. Sehr schön. Die haben wir zweimal in der gleichen Ausführung, also nicht hier eine aktiviert, eine deaktiviert, die sind beide gleich. Dann kommt er mit zwei Blasterpistolen, hier aus Plastik, aber auch etwas gealtert, wie man hier sieht, wie ihr hier seht, so rum. Kann man nichts bewegen, aber
mit dem Gunmetal sehr schön gefinisht. Wir haben ja auch zweimal die gleiche. Dann kommen wir hier mit seinem Blaster-Gewehr. Oh, in die Kamera halten sollten wir schon. Hier sieht mir ja eher aus durch den runden Lauf wie ein MG. Aber es soll wohl ein Blaster-Gewehr sein. Hier haben wir ein bewegliches Teil. Und zwar ist das hier die Schulterschütze. Die kann man nach hinten klappen, einrasten und hier nochmal verstellen. Dann hat er hier eine Schulterstütze. Das Finish der Waffe von den Farben her ist ungefähr genauso wie bei den Pistolen, nur dass es hier etwas heller wirkt, was aber auch nicht verkehrt ist. Und hier die Nieten silber sind. Dann haben wir hier sage und schreibe 2, 4, 5 rechte Hände und 6 linke Hände. Ich würde mal anfangen mit dieser hier. Die haben wir für jede Seite einmal. Das ist die sogenannte Salutierhand. Auch hier schön die Markierungen, die Scratches und das Altern. Eine sogenannte Salutierhand, mit der kann er salutieren. Dann haben wir als nächste Hand für die rechte Seite Thumbs Up, Daumen hoch. Auch hier sieht man, wurde aufs Detail geachtet. Sie haben ungefähr auf den Rüstungsteil denselben Paintjob. Dann haben wir hier einen Pointy Finger für die rechte Hand. Na komm. Na, jetzt haben wir es. Auch derselbe Paintjob auf der Platte. Die Handschuhe auch sehr schön gemacht. Dann haben wir hier eine Triggerfingerhand für die Blasterpistole, für das Blastergewehr. Dann haben wir hier eine etwas relaxtere Hand. Ich vermute zum Gegenhalten am Gewehr oder zum Halten der runden Granaten. Hier, die kann man hier schön unter den Daumen klemmen, dass er sie hält. Dann kommen wir hier zu den linken Händen. Bin ich hier richtig? Ja, links. Haben wir auch eine Saluthand. Eine etwas relaxtere Hand. Die Granatenhand, sage ich jetzt mal. Dann haben wir hier auch einen Thumbs Up. So rum, Thumbs Up. Wenn man es dreht, hat man natürlich den Daumen nach unten. Dann haben wir hier auch, wenn er die zwei Pistolen, Blasterpistolen halten soll, die Triggerfingerhand. Dann kommen wir hier mal, hier haben wir eine etwas andere Pointing Hand. Da zeigt er mit zwei Fingern in eine Richtung. Dann haben wir hier noch, ich würde sagen, es ist eine Victory-Hand für Leute, die nicht unbedingt aus dem Militärbereich kommen. Im Militärbereich kann man sie auch deuten, als wie er zwei Gegner sehen würde, also zwei Gegner gesichtet oder zwei Enemies oder wie auch immer. Ich sage jetzt mal Victory-Hand, einfacher. Auch für die Leute, die nicht aus dem Militärbereich kommen. Und dann würde ich doch gleich mal sagen, werde ich euch jetzt die Figur holen. Also sehen wir uns gleich noch einmal. Ich hoffe, ihr bleibt dran. So, da sind wir wieder und hier haben wir Captain Rex in seiner vollen Pracht und Rüstung. Hier natürlich mit dem Helmhead, an dem man auch das Visier bewegen kann. Also keine Sorge, das kann man auch etwas bewegen. Dann würde ich sagen, fangen wir doch etwas im Detail an.
Und zwar hole ich euch dazu mal näher. Wie ihr hier seht, haben wir hier einen sehr schönen Paintjob an den Clone Trooper Helm von Captain Rex. Auch sehr schön gealtert, schon etwas abgenutzt die blaue Farbe. Hier ein etwas bräunlich-oranger Strich drüber. Sind ja die Vorgänger der Stormtrooper. Also hier noch ein etwas anderer Helm. Dann sehen wir hier an der Seite, wenn er mal stehen bleibt, bleibt mir doch bitte stehen. Jetzt haben wir. Dann sehen wir hier an der Seite hat er, ich hole euch etwas höher, hier Markierungen, wie viele Droiden er getötet hat oder wie viele Abschüsse er hat. Und hier auch sehr schön gealtert und etwas abgenutzt, der ganze Kerl. Aber das finde ich ist eigentlich sehr gut gemacht. Na. So, jetzt haben wir. Das zieht sich komplett durch. So. Und auch hier auf der anderen Seite die Markierungen, die Abschüsse. Sehr schön. Dann kommen wir weiter nach unten. Hier hat er natürlich sein Shoulderpad, das dann später die Sandtrooper haben und die Offiziere etwas, wenn mich nicht alles täuscht. Dann hat er hier natürlich drei Mac-Pouches. Das ganze Teil kann man ihn abnehmen. Wenn man ihn den Kopf abnimmt, kann man dieses Teil auch abnehmen. Also es ist lose. Also keine Angst, es geht euch bei der Bewegung nicht in den Weg. Und ihr seht hier schon, unter den, ja hier sind es Kunststoffteile unter der Rüstung, hat er einen stinknormalen schwarzen Bodysuit. Hier, wie man sieht, dann gehen wir etwas weiter weg, dass wir ein bisschen besser Bild haben. Dann sehen wir hier auch am Oberkörper die Rüstung, sehr schön gealtert. Hier die Marks, ja, komm, mach wieder scharf, du bist doch verrückt, jetzt haben wir es. Hier die Scratches und alles, auch hier an den Armrüstungen die abgenutzte blaue Bemalung. Hier die Rüstungsteile kann man etwas drehen, das finde ich auch sehr gut. Dann auf den Rücken hat er natürlich seine Anschlussstelle, ja komm, bleib. Hier am Rücken hat er seine Anschlussstelle für das Jetpack. Moment, Leute, so geht das nicht. Ich muss den Hintergrund entfernen. Der fokussiert mir zu oft. Also nehmen wir hier den Hintergrund mal etwas weg. Stellen ihn zur Seite. So. Jetzt bleibt er wenigstens auf der Figur fokussiert, das ist doch schon mal was. Dann seht ihr hier am Jetpack die beiden vorstehenden Ecken. Da könnt ihr sie einfach einhängen. Dann trägt er sein abgenutztes Jetpack, was auch nicht schlecht ist. Natürlich setzt sich mal etwas mehr in die Mitte. Setzt sich hier die ganze Abgenutztheit und Dreckigkeit, sage ich jetzt mal, um es blöd zu sagen, an der kompletten Rüstung fort. Auch hier runter am Gürtel, der hier leider fest an der Figur ist. Dann hat er hier seine Pistolenholster. Die sind nicht im Weg, da sie an den flexiblen Rock Skirt Kilt, wie man es auch sagen will, befestigt sind. Wie ihr seht, kommt er auch noch mit zwei Fäusten. Die sind hier an der Figur. Dann die Skirts gehen natürlich bis hinten. Dann hat er hier sein Tornister, seine Pouches mit seinen ganzen Utensilien, die so ein Klontrooper braucht. Und wie gesagt, die ganze Sache führt sich hier fort.
die Abgenutztheit. Auch hier hat er noch ein paar Markierungen, wie ihr sehen könnt. Die Kneepads sind eigentlich auch sehr schön gelöst. Sie sind hinten mit so einem schmalen Teil befestigt. Hier sieht man dann wieder etwas Schmutz. Muss ich sagen, passen die Schuhe nicht ganz. Die sehen hier etwas schmutziger aus als der Rest der Rüstung. Aber das kann man ignorieren. Natürlich passt in sein Holster hier oben auch die Blasterpistole. Die schiebt man hier von oben einfach mit etwas Druck rein. So. Ja. Man sollte sie halt gerade reinschieben. Dann rastet sie auch ein, man hat es gehört. Dann kann man sie auch wieder entnehmen. Allen im Allen finde ich eine gut gelungene Figur, auch wenn es jetzt bloß Clone Wars ist und nicht aus der Filmserie. Aber ich finde es sehr gut gelungen. Auch ich als Erwachsener schaue die Clone Wars Serie eigentlich recht gerne. Sie ist halt mal was anderes. Zwischendurch. So, dann kommen wir zu den Bewegungspunkten der Figur. Natürlich haben wir hier die Beweglichkeit am Kopf. Er geht so weit vor, so weit nach hinten, also er kann auch halbwegs nach oben schauen. Er kann den Kopf drehen und wie man hier auch, ich hole euch mal näher, etwas näher, sieht, hat auch der Hals so einen Joint. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ist ein Doppel-Ball-Joint oder ist es etwas anders, aber ich vermute ein Doppel-Ball-Joint. Dann gehen wir hier zum Arm, gehen wir auf diese Seite. Der geht sehr schön weit nach oben. Zwar nicht ganz, weil sich es dann spießt, aber das Teil hier bewegt sich mit. Das ist eigentlich nicht schlecht gemacht. Dann kann er den Arm nach hinten und nach vorne. Natürlich auch nach außen, wie gesehen. Dann kommen wir hier zum Elbow, zum Ellbogengelenk. Den kann er anwinkeln, über 90 Grad. Würde ich jetzt mal behaupten, dieses Teil geht auch nicht im Weg, da es sehr lose montiert ist. Dann hat er natürlich hier oben einen Swivel. Ja, man kann eigentlich alle Rüstungsteile etwas drehen und verschieben. Es geht. Dann zur Hand selber. Etwas so. Etwas so. Die Joints sind halt direkt an der Hand. Man kann die Hand drehen. Und auch abwinkeln mit Hilfe des Ball Joints. Wie man halt den Ball Joint dreht. Wenn man den Ball Joint dreht, kann man nach innen winkeln. Dann hat er hier einen App Crunch, der allerdings die meiste Bewegung. Oh, Saparalot, ihr könnt es ja gar nicht sehen. Der allerdings die meiste Bewegung behindert ist. Er geht etwas zurück. Nicht weit vor. Allerdings kann man ihn etwas drehen, wenn man etwas übt. Ich würde es nicht so oft machen. Man hört es, er schleift etwas. Dann im Lower hat er nichts. Da ist er fest. Dann kommen wir zu den Beinen. Dafür holen wir ihn mal von seinem Stand. Mach scharf. Jetzt. Die Beine gehen auf jeden Fall sehr weit vor. Sind auch nicht durch den Skirt gehindert, da es ein Kunstleder-Gummi-Sache ist. Nach hinten gehen sie auch ordentlich. Moment. So, jetzt sieht man es. Zur Seite
den sie auch durch das Spannen der, ja, der, wie sagt man, der Leggings zieht sie etwas zurück, aber er soll ja auch keinen Spagat machen. Dazu ist er nicht da. Dann haben wir, ja, man kann halt auch wieder die ganzen Rüstungsteile drehen, auch den kompletten Fuß, der hat einen Swivel weiter oben. Dann haben wir hier ein doppeltes Kniegelenk, das auch sehr schön versteckt ist. Erstens mal durch die Leggings und zweitens mal durch das Rüstungsteil. Dann hat er hier unten natürlich wieder den Balljoint, wo man den Fuß drehen kann. Wenn man den Balljoint dreht, hat man auch einen Ankle Rocker. Hier vor und zurück geht leider, zurück geht nicht, vor geht etwas, da ja die Rüstung hier übersteht. Wenn man sie etwas nach oben wirkt, kann man auch etwas nach hinten, aber dann sieht man das Gelenk. Darum lassen wir das so. Und dann würde ich doch glatt sagen, sind wir hier mit der Figur, mit der ich noch etwas Probleme habe, durch die vielen Rüstungsteile, die man immer zurechtrücken muss, auch wieder am Ende. Und bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Natürlich werde ich schauen, dass ich ein paar Fotos mache, wo man ihn gepostet hat, wenn er schon so viel Zubehör dabei hat. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal zuschaut und eine Bewertung da lasst. Also bis zum nächsten Mal. Thank you.